Offizielle Pläne, kommt Club der Roten Bänder ins Kino? Dürfen sich die Fans der Erfolgsserie jetzt freuen? Im Dezember beendete der Club der Roten Bänder mit seiner Finalfolge eine emotionale Reise, mit dem Tod des Anführers Lee, gespielt von Tim Oliver Schulz, 29, schien die Krankenhausgeschichte seinen Abschluss gefunden zu haben. Oder etwa doch nicht? Die Produktionsfirma der Show will die Story der krebskranken Kids auf die große Leinwand bringen. Wie dwdl.de nun berichtet, soll das Unternehmen Bantriba sich noch im vergangenen Jahr dagegen ausgesprochen haben, die Serie weiterzuführen. Doch entgegen dieser Aussagen sollen jetzt die Vorbereitungen für ein Kinospektakel auf Hochtouren laufen, denn, von Serie weiterführen ist gar nicht die Rede. Vielmehr wolle man die Vorgeschichte der Erzählung als Film inszenieren. Satte 1 Million Euro sollen bereits als Fördergelder gesammelt worden sein. Und auch die Besetzung steht angeblich schon. Zur großen Freude aller Clubfans sind die Hauptdarsteller Olivia, Luise Beaufort, 21, Nick Julius Schuck, 16, Damian Hardung, 19, Ivor Kortlang und Timur Bartels, 22, wohl auch mit an Bord. Nach dem traurigen Finale der dritten Staffel mussten sich die Liebhaber der Show zunächst mit einem schwachen Trost zufrieden geben, im Anschluss an die Episoden hat Vox eine Dokumentation in Zusammenarbeit mit 44, dem Schöpfer der Serie, gezeigt. Würdet ihr euch über einen Club der Roten Bänder Kinofilm freuen? Auf jeden Fall. Nee, die Geschichte ist doch wirklich auserzählt.